Hallo Leute und willkommen hier bei Liokra. Ich bin hier im Lager des Bunkers, also der ganze Bunker, vielleicht sollte man das vorher dazu sagen, ist nicht von mir gebaut, sondern von dem YouTuber The Joecraft. Link dazu, seinem Kanal ist in der Videobeschreibung, hoffe ich zumindest. Wir wollen heute in dieser Folge uns ein bisschen um IMS-Debugs kümmern. Und zwar ist bisher die Sache so, wenn irgendwo ein Fehler passiert, sei es, dass man versucht, ein Item zu holen, welches es nicht gibt, landet es einfach hier das Minecart im Nirgendwo, oder auch wenn was mit dem IMS-Zeugs nicht stimmt, dann funktioniert das auch nicht. Das kann ich euch auch mal hier schnell zeigen. Fliegen wir mal hin. Ein Minecart, was keinen IMS-Zettel hatte, würde hier gerade durchfahren und hinten rausfliegen, und zwar hier an dieser Stelle. Und ich finde, es ist deutlich besser, wenn dieses Minecart mit einer Fehlermeldung in die, Gott leckt das bei mir gerade, in die Zentrale geschickt wird. Dann muss man hier irgendwo einen Anbau machen, wo dann die IMS-Zentrale ist. Das ist ungefähr so ähnlich wie in der Redstone-Welt die Verwaltung des DMS-Systems, wie es damals noch hieß. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Dazu brauchen wir als allererstes aber unsere Fehlermeldungen. Und die Fehlermeldungen müssen eingelagert werden als Kiste. So. Und zwar, wir brauchen einen Amboss. Amboss. Wo ist er? Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe mein Minecraft wieder auf Deutsch umgestellt. So, ich hoffe, ich kann den da jetzt platzieren. Ja, geht es ja. Und dann brauchen wir. Was brauchen wir? Ich glaube, wir nehmen dafür als Tag Barrier Blöcke, oder? Oder was kann man noch gut nehmen? Dekoration. Oder Verschiedenes vielleicht. Verschiedenes ist besser. Nehmen uns als erstes mal ein Buch und Feder, damit wir alles aufschreiben. Leere Karte als Fehlermeldung, naja. Nee, ich glaube doch, wir nehmen das Papier, das ist das Beste. Wir nehmen einfach Papier, und zwar, wir brauchen das jetzt etwas öfters. Wir brauchen das nämlich 64 Mal erstmal. So, der erste Fehler, den wir erstellen, ist, wenn kein passendes Item geholt wurde. Also, ein Zettel rein. F1. F 01 Item gefunden. Ja, das sieht gut aus. Dann haben wir hier Fehler 1, Item nicht gefunden. So, damit können wir leben. Jetzt müssen wir das einrichten. Zwar nehmen wir dafür die erste leere Kiste. Na, wir machen die erste von hinten. Denn ich denke, an die Fehlermeldungen muss man nicht so oft dran. Das ist diese Kiste. Sehr gut. Genau, wieder so eine Spezialsache, die ich mir da aus diese Kiste sein. Das heißt, es ist, wir sind hier.
Ja, toll. Sind hier die Sachen eigentlich einlagerbar? Ja, sind sie. So. So, hier fehlt also was. Gut, dann müssen wir das jetzt bauen. Ich gehe wieder in den Game Mode 1. So. Als erstes zur Einrichtung. Dass wir das schon mal los sind. Also, zack. Konstruktionsleere raus und Fehler 1 Item nicht gefunden rein. Das ist das Problem. Kon Wenn man konstruktionsleere Blöcke einwirft, oh, dann kollabiert das ganze System. Aber da man eben Game Mode 1 spielen soll, Richter. Zack. Zack. So. So. Und zu guter Letzt. Wo ist unser Problem? Hier. So, dadurch. Und dann der letzte Trichter hierhin. Gut. Wir können uns unser Zeugs jetzt hier noch rausnehmen. Und dann hier in unsere Trichter oder in die Kiste legen. Fehler 1, Item nicht gefunden. Jetzt müssen wir nur noch dies einführen. Und zwar ist das. Ich habe es noch im Inventar, oder? Ja. So, dann können wir das jetzt einrichten und zwar Gott, ist hier viel Technik. Mein Laptop laggt auch schon wieder. Und zwar ist es das hier. Und die Sache am Fehler 1 ist, da soll es keine weiteren Probleme geben. Also wenn Fehler 1 ist, das heißt, das Item nicht gefunden wurde, kommt es einfach mit dieser Fehlermeldung zurück und gut ist. Ja, ist auch eine gute Idee. Also, ich nehme mein X2. So, hier ist jetzt was. Kann es sein, dass die Fackel länger aus ist? Moment. Nein, kann es nicht. Die ist immer an. Gut. So. Und zwar. So, so, so. Und dann kann man also hier die Leitung bis wohin? Irgendwie so durch. Ja, das sollte gehen. So kann man dann die Leitung durchführen. Und irgendwo dazwischen macht man dann die Fehlerausgabe. Ich stelle jetzt als erstes mal meine Render Distance runter, Grafik. Dann kommt mein Computer viel besser mit dem Bunker klar. Also, bei wem die Bank geleckt hat, der sollte nicht im. Also, Redstone Bank. Habe ich euch auch mal vorgestellt, meine ich.
Der sollte sich mit dem Bunker gar nicht erst versuchen. So. So sollte das gehen. Jetzt brauchen wir Trichter. Und zwar immer, wenn eine Lore mit dieser Fehlermeldung hier hinten vorbeifährt, soll sie eine dieser Fehlermeldungen mitnehmen. So, tun wir die erstmal rein. Allerdings brauchen wir zusätzlich dazu jetzt noch ein anderes Minecart, welches an ein IMS-System angeschlossen wird. Zwar, wo ist das? Wo hier vorne? Ja, hier vorne ist es. Also wir brauchen hier noch einen IMS-Anschluss. Damit uns die Fehlermeldungen nachgeholt werden. Das wird nicht so ganz einfach, das irgendwie hier durchzupuzzeln. Aber ich denke, wenn wir das hier hinten nehmen, schauen wir mal, ob es hier irgendwo noch einen freien Slot gibt. Ja, bitte, ist gleich der erste noch frei. Sehr schön. Können wir hier diese Fehlermeldung gleich nehmen? Der erste Slot ist frei, das ist schön. Und dann geht das. So, wir bauen jetzt aber endlich unser System. Und zwar muss ich da mal schnell suchen. Ich schau mal, wie das gebaut wurde, dieses Messsystem. Und zwar kann man da ganz gut bei der Mensa gucken. Na. Jetzt. Wir überprüfen also den Trichter darunter. Solange im Trichter darunter noch was ist, gut, werden noch keine Fehlermeldungen geholt, und damit das nicht zu laggy ist, nehmen wir uns, Gott, sich hier durchzufinden, wenn man in Game Mode 1 ist, ist ja nicht das Einfachste. Gut, dann nehmen wir uns nicht den obersten Trichter, sondern den zweiten Trichter, also damit wirklich eine Zeit lang gewartet. Gut, wir greifen an diesem Trichter an, sobald dieser Trichter hier leer ist. Also mit einem Komparator, der invertiert wird. Wir brauchen ja auch gar nicht so viele Karten. So. Hier. Antriebsschiene. Zack. Dann nehmen wir hier gleich mal. Wobei, wir nehmen. Oh, jetzt wird's ganz gut. Was ist das? Türkise, hellblaue Keramik. Dann nehmen wir für die Fehlermeldung der hellblauen Keramik die hellblau lasierte Keramik ist dann für die entsprechenden Fehlermeldungen. Ja. Das ist eine Idee. Das ist eine tolle Idee. Und man kann darauf Schienen platzieren, oder? Das geht. Sehr schön. So, das heißt, wir solange wir invertieren das Signal, leiten es dann dadurch hier rein. Das geht. Das geht, ja. Und sobald hier was ist, geht die Fackel aus und wir können rein tun. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann können wir jetzt unsere Trasse irgendwie
hoch und dann bis zu diesem Anschluss führen. Oh, das wird noch mal nicht so einfach. Also mir geht es dabei jetzt auch nur nicht darum, dass sie schön ist, sondern mir geht es einfach nur darum, dass man eine gewisse Zuordnung erkennen kann. So. Ja, ich denke, die Schiene muss ich nicht legen. Das war Fehler 1. Ich würde sagen, aufgrund der Zeit machen wir dann Fehler 2 im zweiten, also im nächsten Part. Und ich würde dann jetzt schon mal sagen, ich lege die Gleise alleine und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis bald.